Olga Lalleste de Bestart, PR-Lady des Santa Ponsa Golf Club, ist in einer Person ein Beispiel dafür, wie international Mallorca ist. Polnisch-russischer Abstammung, aufgewachsen in Schweden und verheiratet mit dem amerikanischen Konsulagenten auf Mallorca, lebt sie und arbeitet seit 30 Jahren auf der Insel und kennt fast jeden. Ich bin hier in Mallorca ja 30 Jahre, weißt du. Und ich hatte viele, viele Leute und ich bin die Mutter von allen. Wir haben 900 Mitglieder, weißt du, im Club und dann haben wir alle Nationalitäten. Und auch das, wir machen viele Sachen. Wir haben mit auch mein Mann ist der amerikanische Konsul, so wir haben gehabt alle die amerikanische. Das ist Bush, Vater mit Mutter. Wir haben die auch Clintons, wir haben gehabt auch Rosalind Carter. So, wir haben gehabt alle die und auch sicher die ganze Königefamilie von Schweden. Schweden, klar, wir das haben, sind deine Schweden. Wir haben die große Mentor Foundation für die Queen Silvia gehabt, das haben wir gemacht. Wir haben gehabt Dennis Thatcher, der polnische Präsident, weißt du, wir haben ja, gehabt. So, an allen Seiten jetzt präsent. Jetzt wollen wir gerne machen die Polen Cup nächstes Jahr. Aha. Wenn Polen kommt in die Europäische Versammlung, dann sollen wir einen Polen Cup machen. Und also hier hast du Amerikaner, Schweden, Polen. Ja, Ethel Kennedy, aha. Das ist auch die Clinton. Clinton. Was ist der? Ja, Clinton war hier zweimal auch. Und mit Widmung für Olga. Ja. Was ist Abba Frieda, wir sind sehr gute Freunde mit Abba Frieda. Die spielt auch hier in Santa Ponsa, ne? Ja, sicher. Frieda ist mein Freund von vielen, vielen Jahren und kommt immer zurück. Auch in der schwedischen Gemeinde der Residenten Mallorcas ist Olga Lalleste kein Gast. Nicht alleine wegen dem Golfturnier ihrer langjährigen Freundin Prinzessin Birgitta von Schweden, sondern zum Beispiel auch wegen der Einführung der Santa Lucia-Feierlichkeiten jeden Dezember am Plaza Corte in Palma. Charity ist bei Olga großgeschrieben, ob zugunsten von Krebskranken oder zugunsten der Kinder. Seit Jahren ist sie selbst mit dabei, wenn man für Nuevo Futuro einen Markt vorbereitet. Ich bin nur ein kleines Part von dieser, weißt du, die ganze Mallorca macht verschiedene. Aber ich will nicht immer die Leuten Geld. So, ich habe das gemacht, nach 3 Jahren hatte ich Secondhand-Shop und das ist so gut. Die Leute sind so glücklich, so gute Dinge, weißt du. Mhm. Und so die Leute können das kaufen für ein gutes Geld auch. Ja. Du hast in Schweden eine Auszeichnung bekommen für Einführung hochwertiger italienischer Mode. Ah ja, ich hatte gehabt eine Boutique, die erste Boutique in Stockholm, das war Romana Boutique. Mhm. So, ich hatte alle die italienische Mode in Schweden introduziert. Jetzt weißt du, in Schweden, wenn wir waren die ganze Familie zusammen, haben wir immer Polnisch gesprochen. Aber jetzt, wenn ich wohne hier, 30 Jahre hatte ich kein. Aber jetzt, ich spreche doch Polnisch und jetzt, ich war die ganze Woche in Krakau und in Warschau. Wunderbar, so schön Atmosphäre und das war sehr gut. Ich war dort mit Ibatur, weißt du, mit der Spanier von hier, von Baleares. Und ich war die Einzige, die könnte Polnisch sprechen. So, das war sehr, sehr gut. Ich bin so glad, weil ich Birgitta, ja, överlycklig, när vi hör svenska. Ja, ich bin jätteglad, das ist ihr Hemmaklubb. Ja, ich also. Ja, das keine gut. Minute frei. Nein, aber das ist sehr gut, weißt du, so viele Nationalitäten und das ist die kleine Mallorca ist so. Natürlich. Ja? Du machst ja auch in dem Sinne viel für Promotion. Ja, sicher. Sicher. Und ich mag das gern. Ich bin sehr glücklich hier. Aber mein Leben ist auch, dass ich soll viele Reisen machen, weißt du. Wir leben alle zusammen, alle Nationalitäten hier. Und ich will gern, dass die Leute schauen etwas von jedem Land, weißt du, die Traditionen. Den Klima ist wunderschön, weißt du. Und den Inseln ist so schön auch. Und
Und ich hatte so viele, viele Nationalitäten jeden Tag, weißt du. No, das ist ein gutes Leben. Ich bin sehr, sehr glücklich. Mhm.